Eine der entscheidenden Fragen dieses Geburtstagsvormittags war dann doch, wie der Mantel ihrer Majestät mit dem Rest der Szenerie harmonieren würde. Da dominiert nämlich eher Rot. Die andere, wie lange es Prinz Philipp bei dem schwülen Wetter unter der Bärenfellmütze aushalten würde. Der Mann ist gestern schließlich 95 geworden. Kate und Camilla hatten es da in sommerlichem Weiß leichter. Beim Trooping the Colour, der traditionellen Parade zum offiziellen Geburtstag der Königin, gibt es für die Queen und den Herzog von Edinburgh ansonsten Gott sei Dank nicht viel mehr zu tun, als zuzuschauen, wie die Truppen vorbeiziehen. Sie werden sich diesmal vielleicht besonders viel Mühe gegeben haben. Schließlich war dies der 90. Geburtstag der Monarchin. Im Hyde Park gab es Böllerschüsse und auf der Themse fuhr eine kleine Flotte historischer Schiffe. Es wurde an keinem Prunk gespart an diesem Tag. Dann zogen Tausende vom Exerzierplatz zum Buckingham Palast, wo sich jedes Jahr aufs Neue der eigentliche Höhepunkt der Feierlichkeit ereignet: das Erscheinen der königlichen Familie auf dem Balkon. Die Royal Air Force flog in blau-weiß-rot über den Palast. Und die Briten mögen sich gewünscht haben, dass es in Zukunft noch viele solcher Gelegenheiten geben möge.